Boah, Junge! Oh, jetzt von mir süß! Boah, das ist ey, Junge! Was geht ab, Leute? Holz hier am Start. Heute mal wieder mit einer neuen Fußball-Reaction. Heute auf die intelligentesten Momente im Fußball, die auch schon das ein oder andere Spiel entschieden haben. Deswegen gucken wir uns jetzt direkt das Video gemeinsam an, weil das ist der Sinn einer Reaktion. Ja, das Tor kennen wir doch alle von Toni Kroos bei Madrid. Direkt den Freistoß reingedreht. Easy. Das kann ich auch. Ramos. Ah, legt doch Benzema auf und macht diesen Elfer, den noch Messi und Suarez gemacht. Aber hey, Benzema war doch schon im 16er oder nicht, bevor noch Ramos den Ball berührt hat. Oder habe ich das falsch gesehen? Boah. Schönes Türchen. Boah, ja, der war von Griezmann. Der war auch geisteskrank, Alter. Rudi, einfach so auf ganz sanfte Basis den Chip ausgepackt. Und perfekt rein. Boah, frech. Boah. Stark gemacht. Martial schön laufig und dann links unten wie ein Dreckiger, man kennt ihn. Boah, Fortuna komplett hops genommen. Zweimal noch rübergelegt, ey. Joshua Kimmich, der most underrated Player bei Bayern. Auch nicht schlecht vom Modus. Ohne Kimmich geht gar nichts bei den Bayern. Ich sag's euch, Leute. Ich feier den. Adama! Boah. Einfach schlau gemacht. Der Gegner schaltet zu lange. Salah. Brilliant. Salah. Super. Was ein Pass. Dann ist er durch. Nicht schlecht. Chapeau. Neymar. Ja? Hi. Neymar immer mit seinem Anlauf. Ne? Das ist schon. Oh mein Gott. Hat der Glück gehabt, dass der noch aufgegangen ist. Ich kannte den gar nicht. Boah, er kam überspät, Icardi, Alter. War ja fast noch eher der Verteidiger gewesen. Oh, jetzt von Mesut. Boah, das, ey, Junge. Mesut ist ein Künstler am Ball. Ein Künstler. Der den rettet mit Hacke. Bruder, geisteskrank. Und wieder Martial. Böse. Torwart hätte mal lieber eher in den Kasten gehen sollen. Boah, Junge. Die Baller auch einen guten Schuss, kann man sagen. Ne? Alter, wie hat der die Hacke überhaupt so hoch bekommen? Alter. Naja, von Coutinho den. Boah, der war auch geil. Gegen Bremen war das, ne? Was gegen Bremen? Na, ist doch egal. Boah, Junge! Da muss ich direkt an den Musi denken, ne? Der verteilt ja auch regelmäßig Panas bei uns im Spiel. Grüße gehen raus an ihn. Wie kann er aus dem Winkel treffen? Der muss der Torwart doch. Ah ja, der Torwart ist einen Schritt rausgegangen. Lol. Thomas Müller den Ball wieder unkontrolliert getroffen, aber tropft trotzdem irgendwie rein, ne? Kennt man ihn. So kennt man ihn. Klassische Müller-Aktion. PSG spielt doch einfach schön Fußball. Macht einfach Spaß zuzusehen. Boah, Junge.
Da sieht Barca ganz schön stark aus, ne? Aber im letzten Spiel gegen die Bayern, macht er da. Oh, noch ein Haken. Ich weiß nicht warum, aber Salah ist so ein Spieler, ich kann ihn gar nicht leiden. Seitdem der da damals Mané den Ball nicht rübergegeben hat, wo Mané sich so aufgeregt hat, weil er so ein Ego ist, ist er bei mir ein bisschen unten durch. Wähler. Ja, wir haben es verstanden. Ist auch ein schönes Tor. Pass Bonifazio and round Berisha. The angle is too wide. The keeper's out of his goal. The angle is too wide. Ja. Sieht man. He's gone free, he's scored. Was ist das? Nobody was expecting that. Least of all Adrian. Ich wollte gerade sagen, das sah aus wie Zlatan. Wahrscheinlich Zlatan jetzt Premier League. Alter, diese Mitnahme und dann noch der Junge. Krank. Aber Bubi fällt hoch 3000. Der erste sah so aus, als ob der nicht gewollt wäre, ne? Aber ich glaube, der wollte den so. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Tor oder welcher Pass euch da am meisten gefallen hat. Also ich muss sagen, da waren so viele Eindrücke, ich habe jetzt schon wieder alles vergessen. Also was fand ich denn gut? Weiß ich nicht, ihr dürft entscheiden, Leute. Der von Griezmann, der war echt geil, weil er ist ja gerade erst zu Barca gewechselt. Und die Ecke von Kroos, die muss man sich auch erstmal trauen. Und das fand ich auch nicht schlecht direkt zum Einstieg. Aber da waren sehr, sehr viele geile Dinger dabei. Lasst wie immer ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare, auf was ich demnächst reagieren soll. Dann werde ich das vielleicht tun. Vielleicht auch nicht, je nachdem. Schaue ich mal, ob ich Lust habe. Haut rein, Leute.